Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rage. Denn wollen wir jetzt mal in den Eden Tower eindringen. Okay. Vorsichtig bleiben. Und immer schön den Kill-Counter im Sinn behalten. Und hier soll schon die erste Lagerkiste sein, irgendwo in der Nähe. Da unten sehe ich eine. Okay. Das ist der Wert meines Lebens. Na gut, hier. Knöpfel drück. Fuck, der Aufzug ist im Marsch. Sie haben die Elektrik sabotiert, um dich auszusperren. Den Strom wiederherstellen, na gut. Overdrive geladen, wunderbar. Wir kommen hier schon mal der Lagerkiste näher. Da ist sie. Einmal öffnen. Oh, Feldrit, wunderbar. In dem Fall Muni für uns. Nicht nur der Ranger. Der Lasermann ist da. Na? Kommen wir nicht durch? Achso, hier. Strom wieder einschalten. Na also. So, wieder hoch. Okay, einmal hoch. Vergiss es. So, haben wir alle. Bis jetzt halten wir uns ganz gut. Knopf drücken und... Ich erwarte jetzt jeden Moment einen Bossfight. Walker, wie sieht's aus? Hey, Keenan, bin fast da. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bin schließlich nicht zum ersten Mal tödlich verwundet. Langsam kommen die Leute zurück und bauen alles wieder auf. Das wird schon. Freut mich zu hören. Hör mal, ich verstehe, dass du in der Zwickmühle steckst. Aber du musst sie aufhalten. Du kannst sie nicht mehr retten. Ich weiß. Na gut. Triff Iris. Meine Ghosts, meine liebe Familie. Unsere Dämmerung naht. Bald werden wir die Hände ausstrecken und die Sonne berühren. Okay. Na, ob dir das Weglaufen gebracht hat? Gut, eigentlich können wir einmal benutzen. Wir müssen uns auch ein bisschen gegenheilen hier. Na, so langsam bin ich wieder auch nicht, ne? Okay, und hier unten haben wir noch einen. Und Overdrive haben wir auch wieder voll. Gut. Ich werde dich mal regieren. Du gehörst mir. Einmal Slam. Okay, mit dem 15er Boost. Wo
Der mangelnde Glaube, naja, denn. Ah, hell. Bist du dir sicher, dass du mich kriegst? Okay, hier haben wir die nächsten zwei. Ja, wo ist denn das andere Fleisch hier? Ne? Ach, da. Okay, weiter kann's gehen. Der Ranger mag unseren Großvieh-Einheit gehoben haben. Doch wir werden annehmen. Wir werden alle neuen Weg finden, um unseren Sieger zu erreichen. Mein Geist ist gegen dich. Was passiert, wenn sie den Feldtriebnebel ohne Retten der Erlöserin aufnimmt? Da bist du ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Bist du bereit, Vineland in altem Ruhm erstrahlen zu sehen? Sobald das Feldtrit ihre Lungen verpestet, werden sie sich mir zuwenden. Ich gewähre ihnen das Leben, das sie verdienen. Das lasse ich nicht zu. Es wäre ihr Tod. Nur für die, die das Geschenk meiner Erlösung verweigern. Start aufgepasst, Kind. Initialisierung. Nimm das! Genau, nimm das! Enttäuschen, Kind! Stell dich mir! Sei mein oder stirb! Okay, keine Muni mehr. Rakete zu Landreichweite bestätigt. Viel zu langsam. Raketen sind ja also zu langsam. Nimm das! Okay. Schubdüse aktiviert. Versteck dich lieber! Wieso ist sie wieder voll? Berechne Raketenrückstoßabstand. Okay, machen wir anders. Ich schicke meine Armee in den Kampf. Weiterleben! Viel zu langsam. Was? Stell dich hier! Oh Mann! Viel zu langsam. Alter, das gibt's doch nicht. Nimm das! Au. Nochmal lasern. Das kann ich auch. Das ist deine Chance, Walker. Verbinde das Teil. Okay. Keenan, hörst du mich? Komm schon, uns läuft die Zeit davon. Ich gebe mein Bestes, okay? Oh, okay. Oh. War stumm geschaltet, sorry. Stabüberbrückung. Erfolgreich. Geschafft. Du hast eine Menge Leute gerettet, Ranger Walker. Eines Tages, Kind. Eines Tages wirst du tun müssen, was notwendig ist. Ich habe getan, was nötig war. Dich aufzuhalten. Und damit hast du den Fortschritt deiner Art unterbunden. Du hast den Leuten, die täglich ums Überleben kämpfen, das vorenthalten, was wir errungen haben. Sicherheit. Macht. Göttlichkeit. Wir entscheiden nicht über das Leben der anderen. Du bist ganz schön naiv, aber erstaunlich entschlossen. Gut, sei der Held des Ödlands. Du wirst sehen, wohin das führt.
Aber, Kind, bevor du gehst, ein Gefallen zwischen Rangern. Kannst du bei mir bleiben, bis es vorbei ist? Natürlich, Iris. Ich bleibe. Okay. Das war zwar noch nicht das Spiel, aber wir haben Credits, die ich nicht... Doch, ich kann sie skippen. Denn Ruhe in Frieden, Iris. Ja, dann haben wir jetzt offiziell alles durch. Die gesamte Insel mit Häkchen versetzt. Warum das kein Häkchen hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir aber trotzdem irgendwie wieder zurück. Ein Schnellweg wäre mir lieb. Aber ich glaube, einen Schnellweg werde ich hier nicht kriegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, wir können ja auch einfach Fahrstuhl nehmen, ne? Okay. Hat sich jetzt so angefühlt, als wenn jetzt nichts passiert ist. Nee, wo war denn hier der Ausgang? Da ist er. Na, jetzt sieht das hier doch alles ein bisschen freundlicher aus. Und eigentlich dürfte es jetzt hier auch relativ freundlich sein. So, ist schon markiert. Na denn? Bestätigt. Entspann dich einfach. Der Phönix übernimmt die Steuerung. Überlegt euch das zweimal, ne? Wir sind da. Okay, wunderbar. So, dann gucken wir mal. Magst keine Waffen, aber willst nur die feinsten Waren. Geld zurück, falls es beim ersten Gebrauch... Muss los. Okay, bei ihr gibt's nichts Neues. Gucken wir uns nochmal die Shops so ein bisschen an. Wie werden die eigentlich so weiß? Da ist ja mein Lieblingsranger. Komm rein. Warum sind die so weiß? Ranger, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe gehört, du hast meinen Cousin aus den Hollows gerettet. Freut mich, dass er sicher zurück ist, Ma'am. Jetzt? Die spritzen sich das... Okay. Hey, hier gibt es ein Problem. Ich brauche... Bestimmt hast du die Krähennester schon gesehen. Diese Ghostbrücken, die einem das Leben unterwegs so schwer machen. Wenn du dieses eine bestimmte Nest säubern könntest... Wäre ich echt glücklich. Wir nutzen diese Straße, um Vorräte zu transportieren und, wie ich sagte, es ist ein Problem. So gut wie erledigt. Oh, fantastisch. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Okay, haben wir eigentlich auch schon gemacht? Du brauchst Infos? Ich hab Infos. Ranger, was da... Bin dann weg. Gut, die hat keine Infos mehr. Der alte... Hey, Ranger, falls du Feuerkraft benötigst, bist du bei Steph richtig. Ja. Auf bald, Ranger! Hast jetzt auch nichts mehr, was ich jetzt haben möchte. Verwirrt? Kommst du von einem Handelsposten? Brauchst du etwas? Er hatte oder auch ich hatte schon wirklich von hier eine Hütte. Musst du vor den Feldzombies fliehen. Da bist du ja! Moment. Du hast die mir und wirklich? Dieser Gemeinschaft einen ja, echten Gefallen erwiesen. Ich habe die so viel steht auch fest. Geglaubt. Du bist ein bis guter Ranger und ein guter Freund. Danke, Keenan. Mit ihnen angestellt du haben. Auch. Alles Tag klar. Also, krank. Bloß nicht rührselig hier. Ja. Ich muss für die anderen schließlich weiter den furchtlosen Anführer spielen, nicht wahr? Aber im Ernst, ich muss zurück, um unsere nächsten Schritte zu planen. Also tu du weiter Gutes in der Welt, okay? Das kannst du am besten, Walker. Gut, mach ich auch. Mach ich auch. Musst du aufs Festland? Ja, weil ich hier jetzt alles erledigt habe. Jetzt die Frage, funktioniert der Autopilot jetzt hier auch, also auf dem Festland, oder funktioniert er da nicht? Wäre eigentlich jetzt mal cool zu wissen, weil sowas wie hier oder so, ne? Na, eigentlich müsste ich ja sowieso mal gucken.
wo die nächsten Eichen sind, aber ich sehe hier gar keine Eiche. Bei weitem nicht mal irgendwo was wie eine Eiche aussehend. Gut, wir sind auch relativ weit weg. Da hinten ist ein Meteorit. Ja, wir müssen halt mal ein bisschen gucken. Gut, ich werde aber jetzt erstmal Fahrzeug. Nehmen wir mal den Phoenix. Zu 90% intakt. So, ich habe ja jetzt da was markiert. Bestätige. Autopilot aktiviert. Es funktioniert auch auf dem Festland. Wie cool. Also gerade fürs Festland mega der nice Hammer. Weil jetzt können wir sogar die anderen Obrigkeitenwachturm. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ich steig mal kurz aus, denn der hat mich schon ins Visier genommen. Und ich gönne mir jetzt mal was. Das wollte ich nämlich auch schon mal ausprobieren. Oh. Das hat ja fast gar nichts ausgemacht. Hammer. Hammer. So macht das Spaß. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir machen müssen? Nö. Wir haben einfach nur Geld gekriegt. Jetzt würde mich mal interessieren. Läuft das Ding auch auf Autopilot? Nein, das läuft als einziges nicht als auf Autopilot. Schade, aber wäre mega cool gewesen. Gut, dann einmal rüber zum nächsten hier. Autopilot online. Brauchen wir uns ja eigentlich noch nicht mal für irgendetwas mehr schieben oder so, ne? Das ist ja easy going hier. Wir kommen hier leicht von A nach B, können überall einmal lang düppeln. Jetzt können wir hier ja richtig aufräumen. Oh, Mutanten halt. So. Phoenix, unser Kampfpanzer, fährt uns schön dahin, wo wir hinwollen. Ziel erreicht. Okay, einmal aussteigen. Ich habe aber so die Vermutung, hier kommen wir noch nicht rein. Das kommt erst noch, ne? Ja gut, kommt wohl wahrscheinlich erst noch. Jetzt können wir aber auch hier wieder schnell reisen. Ah, top, top. Gut, wir könnten jetzt aber Projekte... Entweder wir bauen jetzt weiter die Projekte auf, ne? Also wir müssten jetzt hier noch hier 4 aufleveln und hier müssten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen was aufleveln für die Projekte. Entweder wir machen das jetzt oder aber wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter in die Story ein. Aber ich würde eher sagen, wir wollen halt wirklich schon OP werden, alleine hier dieser... Ferritlaser, es ist halt eine wahre Pracht. Das heißt, ich würde sowas wie, ja, der Zerstörer der Schlacht nochmal machen, die Stierschlucht, zumal das sind Schwierigkeit Stufe 2. Wir haben hier unten die ganze Zeit Stufe 10 und 9 gemacht. Das wird doch richtig easy going. Gut, wir haben noch einen Moment, das heißt, wir könnten doch rein theoretisch, können wir hier nicht irgendwo hin, ach komm, von wegen irgendwo hin, wir machen das anders, wir lassen uns gechillt fahren. Bestätige, Autopilot aktiviert. Wir lassen uns einfach gechillt da runterbringen, warum auch nicht. Weil so sehen wir auch ein bisschen was. Ah, die Obrigkeit kommt auch schon irgendwo an. Weil so fährt sich's doch am gechilltesten.
Ja, ja, keiner verarscht hier irgendjemanden, aber ihr fühlt euch immer verarscht. Naja, wir kommen hier auch wunderbar durch. Haben wir schon fertig gemacht. Das läuft doch richtig gut mit dem Autopiloten. Zumal es sieht jetzt auch endlich mal anständig aus, wenn wir hier durch die Gegend düsen. Halbwegs. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt genau hin müssen. Wir sind da. Okay, hier waren wir ja schon mal. Hier hatten wir es ja schon mal mit dem Dicken auf. Ein verdammtes Crusher-Nest. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der Laser jetzt hier spielt. Ob der überhaupt was taugt oder eher nicht so. Ui, das war nur einmal so pup, und weg. Holy moly, das nenne ich doch mal was Schönes. Wen willst du essen? Okay. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee. Weil mir wird hier immer eine Lagerkiste angezeigt. Der singt ja wirklich sehr, sehr schief. Der Filtritlaser ist OP. Hat nur ein einziges Problem. Hier unten taugt er nicht so viel, weil es halt Mutanten sind. Okay. Okay. Wow. Oh. Rock ist sein Verlieb. Den Schmetter laufen. Das war knapp. Wir kommen bald. Hier kommst du. Au. Die Defibrillation muss aber jetzt sitzen. ...60%. Oh, Alter. Da hat er mich... Oh, Alter, der ist ja mal richtig evil. Der hat mich aber richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Dagegen sind die Goats... ja, gar nichts. So geht's natürlich auch. Aua. Oh. Alter Schwede. Hui,
Was? Neuer Skin. Flug des Adlers. Zu Ehren aller Sachen, die du kostenlos bzw. günstig von einem digitalen Händler deiner Wahl erhältst. Okay. Gut, und nochmal eine Lebensdrüse extra. Ei. Aber wird Zeit, dass ich mir wieder Gesundheit-Injektion für Bosse und ähnliches rausholt. Also dieser ja trotzdem noch heftig. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob der Laser auch gegen die Goon Squad gut noch was bringt. Oder ob das jetzt mittlerweile hier jetzt gar nichts mehr bringt. Irgendwo soll hier auch noch eine Lagerkiste sein. Wo stehst du denn, meine werte Lagerkiste? Da oben auf dem Dach. Hab dich. So. Da oben auf dem Dach. Und da oben noch eine auf dem Dach. Aber ich glaube nicht, die gehören zwar zum Gebiet, aber nicht so wirklich. Aber Feldrit. Wunderbar. Damit können wir schon mal die Munition auffüllen. Na, die andere hatte ich doch... Ah, da. Ich meine doch, die habe ich hier gesehen. Somit haben wir die Munition voll. Gut. Dann einmal wieder zurück zu Phoenix. Und ich würde jetzt mal sagen, das haben wir. Lassen wir uns schon mal kuschieren. Bestätigt. Entspann dich einfach. Der Phoenix übernimmt die Steuerung. Was halt immer noch mega cool ist. Na, warum hier? Mal Stoff geben. Dafür, dass er eigentlich kleiner ist, hatte ich mit dem aber ganz schön Probleme. Das hatte ich mit den Nestern aber gar nicht mehr. Aber gut, der Laser, der macht halt übelst viel weg. Er hat mir übelst geholfen. Wenn wir den erst zum Schluss gefunden oder gar nicht gefunden, ei, ich glaube, das hätte eher in die Hose gehen können. Aber na gut. Geben wir hier nochmal ein bisschen Stoff. Ich wollte ihn noch nebenbei erschießen, aber da war ich nicht schnell genug. Habe ich die eigentlich? Ja, die habe ich schon. Das Kügelchen. Na, du Rennnase, du. Na? Ein weiteres Signal von einem Ranger-Anzug. Gut. Dann gehen wir der ganzen Sache mal auf den Grund. Wollen wir hoffen, dass es diesmal nicht wieder Mutanten sind. Scheinbar ist das erstmal gar nichts. Munikisten und Feldrit. Gucken wir erstmal. Da oben muss ich irgendwie hoch. Da. Weil da hinten soll ich wohl wahrscheinlich irgendwo hin. Lagerkiste nehmen wir mit. Scan. Ich sehe zwar die Leiche, aber oben ist noch eine Kiste. Jetzt können wir ihn erst Aufklärungsmission 34.1. Ranger Bowie. Ich flehe Prowley jetzt schon seit Wochen an, die Gegend rund um den Elefantenfelsen zu untersuchen. Zu gefährlich, sagt sie. Das ist mir egal. Ich brauche Antworten. Und ist es die Aufgabe eines Rangers, welche zu finden? Ich hätte keine Ahnung, was
das hier war. Die Messungen deuten darauf hin, dass die Eichentechnologie ist, aber andersartig. Werte, wie wir sie bei Apophis nicht erlebt haben. Und es kommen eine ganze Menge abgehackter Signale durch. Merkwürdiger, zusammengewürfelter Mist. Es klingt, als würden sie näher kommen. Ich sollte lieber umkehren, solange es noch geht. Okay, Nanotritenverstärker nochmal bekommen. Wen wolltest du töten? Für Nikki Rain? Wie komme ich denn eigentlich da oben? Das muss ja da oben irgendwo reingehen. Moment. Weil da soll ja noch eine Lagerkiste sein. Aha. So, und ein schwaches Signal. Haben wir hier noch? Was hier wieder rausfällt. Hier langsam wiederkommt. So, jetzt müsste ich sie auf jeden Fall sehen können. Okay, versteckt hier unten. Hier hinten. Nochmal Kohle. Und somit auch alles abgeschlossen. So, Phoenix. Fahren wir einmal kurz ein Stück zurück. Hoppala. Das war der Vorwärtsgang, nicht der Rückwärts. So. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mit Rums erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.